Hallo ihr Lieben, ich habe bei einem Gewinnspiel gewonnen von Monis Bastelparadies. Ja, sie hat halt geguckt, wer viel kommentiert und das war wohl ich. Und dann habe ich jetzt ihren Gewinn bekommen. Den möchte ich euch gerne zeigen. Ich verlinke euch ihren Kanal unten in der Infobox. Dann könnt ihr da mal vorbeischauen. Also zum einen habe ich hier diese schöne Karte. Viele Herzenswünsche. Und hier ist auch so ein Magnetverschluss. Und dann kann man die so aufklappen. Und dann bedankt sie sich, dass ich eine treue Abonnentin bin. Also ich glaube schon, dass mir das gefällt. Also ich kann eigentlich schon sagen, dass es mir gefällt, weil ich mir die Sachen schon angeguckt habe. Ja, jetzt zeige ich euch, was ich gewonnen habe. Also dieses Jahr bin ich da wirklich gesegnet. Also erstmal habe ich hier so einen kleinen Block. Hier hinten sind so Ausstanzungen. Ich weiß auch nicht, von wo der ist. Ich kenne den nicht. Finde ich sehr schön. Hier diese Blumen. Das sind alles Stanzteile. Hier der Briefumschlag. Dann kommen jetzt die Blätter. Auch so irisierend, ihr seht es. Nicht irisierend, foliert, meinte ich. Ja, hier so Herzen. Und hier waren die eigentlich die ganze Zeit beidseitig? Nee. Hier sind die erst beidseitig. Finde ich auch total schön. Auch das gefällt mir gut. Ich glaube, das war's jetzt. Ja. Also dieser Block sehr schön. Dann habe ich diesen hier, den finde ich auch sehr interessant mit diesen Mustern. Den blätter ich jetzt einfach mal ganz schnell durch. Den finde ich richtig cool. Kenne ich auch nicht, habe ich auch nicht. Also nichts von dem, was sie mir geschickt hat, habe ich. So, dann habe ich hier das hier und da habe ich auch gesehen, dass aus so einem Bogen diese Karte gemacht ist. Also dieser Bogen ist hier jetzt nicht drin, aber das ist halt quasi aus, also ich denke mal, sie hat auch so einen Block und hat daraus diese Karte gemacht. Ja, kenne ich auch nicht. Hier hat man, glaube ich, so Sticker. Ich hoffe, ihr erkennt das. Hier hat man eine Seite dazu. 3, 3, 4 Seiten Transparentpapier. Hier sind so Dreiecke. Das ist schwierig jetzt. Hier sind so Blätter. Das sind Streifen. Und das sind Punkte. Und Herzen. Ja, und das sind jetzt diese Papiere, wo man sich Karten draus machen kann. Die sind auch stabil. Das ist richtig Cardstock. Finde ich richtig cool. Kenne ich auch nicht. Und ich finde gut, dass sie mir direkt quasi ein Beispiel mitgeschickt hat, damit ich weiß, wie ich die verwenden kann, weil ich finde das eigentlich sehr schön. Ja, also habe ich auch noch nicht. Dann habe ich hier Stickerbögen. Finde ich auch sehr schön. Habe ich auch noch nicht. Dann das ist so auf Alice im Wunderland angehaucht, finde ich. Finde ich auch total schön. Wusste ich auch gar nicht, dass es sowas gibt. Ich denke mal, die sind aus dem Action. War richtig schön. Ja, und dann habe ich hier Lux Weihnachtsblock. Irgendwie bin ich jetzt eins. Hier hat man die Stanzteile. Hier hat man dieses Transparentpapier. Und hier seht ihr das, das ist so irisierend mit Sternen und so. Finde ich total schön. Ja, hier hat man auch nochmal so ein irisierendes Papier. Ja, ist so irgendwie Backthema. Finde ich total interessant. Hier sind auch die Papiere jetzt.
seht ihr, Backthema ist eigentlich cool für die Weihnachtszeit. Auch hier diese Stanzteile finde ich super schön. Also ich kenne die Blöcke nicht, ich war aber auch schon lange nicht mehr im Action. Da werde ich, ich habe jetzt Urlaub, da werde ich nächste Woche auch mal hinfahren. Dann werde ich auch mal wieder ein paar Videos schauen, weil da bin ich diese Woche auch gar nicht so zugekommen. Ja, und vielleicht finde ich dann da auch noch Weihnachtspapiere, weil Weihnachtspapiere kann ich immer brauchen und die sind ja wirklich super. Das ist ja schön mit diesem... Das ist ja echt schön. Ja, finde ich richtig toll. Ein schönes Thema. Ja, und hier ist wieder auch wieder so irisierend. Ja, ich glaube, ihr könnt das erkennen. Ja, ein schöner Block. Ich kenne noch nicht. So, hier haben wir noch einen Lux Paper Block Weihnachten. Ja, wahrscheinlich kennt ihr die alle schon, aber ich kenne die halt noch nicht. Auch wieder schöne Stanzteile. Transparentpapier. Hier foliert. Foliert ist immer gut. Kann man schön, wenn man so Papier übereinander auf einer Karte layert, finde ich das schön, wenn so ein Rand aus so einem Glanzpapier ist. Ja, und dann hier die Papiere. Auch klassisch, weihnachtlich. Das finde ich auch mega cool. Hier Glöckchen mit Nussknackern und hier sind Stanzteile. Das finde ich auch schön. Ja, ist auch so, ich würde mal sagen, ein klassischer Weihnachtsblock, aber sehr schön. Ja, toll, das Auto. Finde ich total schön. Hier auch so ein bisschen Backthema. Nussknacker finde ich auch toll. Und hier nochmal so eine Seite Transparentpapier. So, dann habe das kenne ich auch nicht. Papercraft Set. Das ist halt ein Set, wo alles Mögliche drin ist. Kann ich jetzt so, hier ist zum Beispiel so ein Häuschen, Papier, also man sieht das ganz gut auf der Rückseite, hier sind diese Ausstanzungen, hier ist auch das Häuschen, das ist glaube ich auch so ein Häuschen und halt die ganzen Stanzteile, dann hat man hier Tags, also Geschenkanhänger, finde ich auch sehr schön, Sticker und halt die Papiere, ja. Kenne ich auch überhaupt nicht. Wusste ich auch nicht, dass die sowas haben. Finde ich total schön. Auch klassische Weihnachtsfarben, rot. Ja, sowas mag ich auch total gern. Ja, und das ist das Einzige, was ich schon habe. Aber das kaufe ich mir auch immer wieder, weil ich die Papiere so toll finde. Also das kann ich auf jeden Fall auch super gebrauchen. Ich liebe diese Blöcke. Ich liebe dieses Papier. Das lässt sich super verbasteln. Und ja, also ich kann alles super gebrauchen, gerade die Weihnachtssachen. Da habe ich nämlich gar nicht so viel von. Und da möchte ich halt gerne noch einiges basteln. Die Sticker finde ich auch super schön. Habe ich mir Ewigkeiten nicht mehr gekauft. Und die Blöcke finde ich auch alle sehr interessant. Kenne ich auch nicht, habe ich auch nicht. Also sie hat wirklich perfekt zugegriffen, mir entweder wie das, was ich halt wirklich brauche, und Dinge, die ich überhaupt noch nicht habe. Und freue mich sehr. Ich bedanke mich ganz herzlich dafür. Ich freue mich natürlich riesig, dass ich gewonnen habe. Und ich habe auf jeden Fall Freude mit den Sachen. Und du hast die super ausgewählt. Also schaut auf ihrem Kanal vorbei. Ich verlinke euch den unten. Und sage ciao, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal.